Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Death Stranding. Wir müssen in der Folge versuchen, diese Bombe hier irgendwie sicher zu dem Geologen hinzubringen. Das wird immer unser erster Task sein. Und dann müssen wir noch zu dem zweiten Dude. Und leider ist unsere Bombe schon leicht beschädigt. Ich muss jetzt hier mal auf extra vorsichtig fahren. Mal schauen, dass ich hier keine Erschütterungen irgendwie verursache. Schön vorsichtig mit dem Gas. Das kann ja was werden, ey, diese Fahrt. So, schön vorsichtig. Okay, Markierung B2. Jetzt hier ganz vorsichtig drüber. Nicht erschüttern. Du schaffst... Scheiße. Alter, wie kann man nur so eine beschissene Fracht haben? Ich vermute, schneller würde ich zu Fuß gehen. Wenn das so weitergeht. Okay. Ob es wohl schlau wäre, das mit der Kanone wegzuschießen? Komm, schön vorsichtig. Der genaue Nutzen von dieser Kanone ist mir nicht so ganz klar, wie das praktisch sein kann. Komm. Nicht erschüttern. Und jetzt hier rauf. Ja, ich versuch's. Kann das nicht jemand anderes ausliefern? Ach du Scheiße, wie soll ich denn da raufkommen? Nicht abrutschen. Nicht abrutschen! Oh, ein bisschen weiter. Wie soll ich denn das schaffen? Schauen wir das mal ganz kurz auf der Karte an. Ich glaube, es gibt halt einfach keinen geileren Weg, außer man probiert es ein bisschen weiter unten noch. Vielleicht hier so. D zu E. Schauen wir mal. Aber das sieht nicht viel besser aus. Ja, Scheiße. Ich hab's noch anders überlegt. Kannst du da ein bisschen reindrehen? Geht das? Okay, und jetzt da links nach oben. Komm, du schaffst es. Nein! Komm, 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 komm. Eine Fracht interessiert mich nicht. Ah, ja, mach nur. Das ist halt im Auto natürlich besonders beschissen. Ich wette, ich komme nicht an mit dem Auto. Ich muss ja dann, wenn es dann soweit kommt. Oh fuck. Nein, fahr, 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 fahr. Fahr. Ah, das aber hier schon wieder mal gar keinen Bock. Ach Mann. Okay, warte mal. Blutgranate. Nice.
Scheiße, komm! Ex-Granate Typ 0. Alla, komm! Komm jetzt! Das bringt es irgendwie nicht. Benutzt. Ex-Granate Typ 0 auf körperflüssende Sams Dusche gesammelt, gegen GDs gehalten, was aber noch doch beweisen wäre. Alla! Nein, ich wollte es doch nicht werfen! Was haben wir waffentechnisch mit dabei? Blutbeutel, scheiße, gar nichts. Hier irgendwas, Geschwindigkeitsskelett. Scheiße, ich habe keine Waffen dabei. Ablegen. Ex-Granate Typ 0, B ablegen. Fuck. Scheiße. Ja, so viel zur Vorbereitung. Okay. Wir laufen hier mal weg. So ein Scheiß. Komm, lauf! Fuck. Ach, hätte ich doch noch gespeichert. Ah, nicht gespeichert. War ich noch zu Fuß gegangen. Man hätte ein bisschen mehr Umf mitgebracht. Komm. Komm, weg hier. Ja, geil. Kein Akku mehr. Komm, schneller, weg hier. Komm. Mann, ich müsste... Ah, schau die Scheiße. Komm. Lauf. Alles noch voller Schnee hier. Ah. Komm. Geh. Alter, kannst du jetzt mal gehen? Ah, Alter. Komm. Fracht. Und die Fracht ist zerstört. Letzten Speicherstand. Okay, kein Auto. Dafür Waffen. Geil. Ja, das brauche ich nicht nochmal. Oh. Genau so, Lisa. Nur nicht schüchtern. So wie früher. Na los, weiter. Tut mir leid. Habe ich dich geweckt? Heute ist Mamas Geburtstag. Wobei so ein Freebeater, glaube ich, auch nicht schlecht wäre. Haben wir uns auch kennengelernt. So, weiter geht's. Oh, überspringen. Dankeschön. So, einmal da ans Terminal ran. Nicht umfliegen. Aber der? Ja, da. Ausrüstung. Warte mal, was habe ich eigentlich im LKW? Bevor ich jetzt da Sachen herstelle. Fahrzeug benutzen, Frachtmenü öffnen.
Auf dem Rücken Metalle, Exgranate, Blutbeutel. Naja, also gut, können wir herstellen. So, Terminal aktivieren. Privater Spind, habe ich da Zugriff auf irgendwas? Weißt du was? Du kommst in den privaten Spind erstmal. Das passt. Ausrüstung herstellen. Was war das? Nicht tödliche Schrotflinte. Nee. Blätterverhang, Behälter, Reparatur, Brittstiefel, Kraftskelett. Masergewehr, Bolagan, Anti-GD, Handfeuerwaffe. Rauchgranate, Blutgranate, Stufe 1. Munition 25, 20. Machen wir mal 4. Oder 3. 3. Ja, ich glaube, das passt. Soll man Lastenschweber noch mitmachen? Ich weiß nicht. Lass das mal so. Okay, alles umladen. Einmal automatisch anordnen. Wieso geht das nicht? Interessant. Warum konnte ich jetzt nicht automatisch meine Fracht anordnen? Ja, ja. Fracht. Ich hab die Option gar nicht mehr. Sehr interessant. Okay, dann tschüss, Koski. Ach so, ah. Auto sollte man vielleicht einlagern. Ah, Lastenschweber. Irgendwie wäre es halt schon geil, gell? Kletterverankerung. Ja, okay, komm. Wir machen das. Also, Terminal aktivieren. Garage, Auto bitte einlagern. Da hat es einen Freewheeler. Langstrecke. Ich glaube, ich nehme den da. Fahrzeug herausholen. Garage. Okay. Aber immer es doch. Irgendwas sagt mir, dass das trotzdem schief gehen wird. Fahrzeug benutzen. Südre. Einmal da runter, bitte. Aber nicht so schnell. Nice. Was, es fängt jetzt schon der Regen an? Ach Mensch. Hey, das geht ja richtig gut. Einfach nur nicht Turbo fahren. Wir sind beim gleichen Weg nochmal. Ja. Ja, ja, komm, mach wieder dein Ding. Und da haben wir die Animation mal wieder. Und versuche ich diesmal nicht direkt auf sie zuzufahren. Sehe ich sie? Machen wir noch mal ein bisschen weiter. Oder da so unten rumfahren.
Komm, fahr da rüber. Geil. Weg hier. Weg, 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 weg. Nein! Nein! Mühsam. Mühsam, sage ich doch. So gespeichert, dass ich den Freebiller rausgenommen habe? Ja, natürlich nicht. Och Mensch, muss ich jetzt so wirklich... Ach Mann. Ja, das haben wir schon gesehen. Überspringen. Gut, also dann halt gar kein Fahrzeug, mehr Granaten und... Dafür Lastenschweber überspringen. Ach man, zum Kack. Nicht umfliegen. Also, das machen wir mal zuerst. Du bitte einlagern, bestätigen. Fahrzeug wird eingeladen. Södele, und dann hätte ich gerne den Lastenschweber. Ausrüstung herstellen. Du. Blutgranate. 20. Gut. Lastenschweber. Einmal. Danke. Alles umladen. Alles umladen. Aber jetzt sehe ich nicht etwas was dabei, was ich gar nicht brauche. Nö. Okay. So, wir gehen mal hier runter. Und Lastenschweber, komm her. Ja, ja, ich weiß. Fracht. Lastenschweber. Abladen. Gut. Brechen, bestätigen. So, Kollege, befestigen. Und dann tun wir umladen. Und zwar die Dinger da. Plus die Bombe. Auf Schweber laden. Perfekt. Ja, perfekt. Nur, dass wir einen Akku können, so ein bisschen was werden, bis wir da sind. Ah, wisst ihr was, Leute? Wir machen hier mal so einen kleinen Cut, bis ich da oben bei den GDs wieder bin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, ich bin jetzt da in dem Gebiet, wo ich vorher gewesen bin, wo ich jetzt schon zweimal gestorben bin. Und ja, diesmal sieht es besser aus. Ich glaube, ich werde jetzt diesmal ein bisschen aktiv sein mit der Granate. Na? War das uncool? Okay, sind die jetzt weg? Einer ist noch da. Ja, komm, bald wieder sichtbar. Ne, die sind alle noch da. Blutgranate.
Ich erreiche den, glaube ich, nicht. Schauen wir mal. Oh, doch. Geil. Na, nochmal. Yes, den habe ich zumindest getroffen. Komm, dich auch. Die wollen jetzt so wirklich sterben, die zwei. Komm, ich will dich doch nur treffen. Komm, das muss dich doch jetzt getroffen haben. Na? Bist du tot? Finally. Okay, sehr gut. Jetzt nehmen wir mal mit. Oh, da hinten ist noch einer. Möchtest du auch einsammeln? Ja. Komm, zeig dich nochmal. Ja, direkter Treffer. Komm, geht drauf. Scheiße, der ist nicht draufgegangen. Ablegen B. Dann das da kann man auch ablegen. So. Wieso stirbst du nicht? Ey, wo ist er hin? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, die Granate macht gar nichts. Oder zumindest nicht das, was ich gern hätte. Komm, wir gehen mal weiter vor. So, aber das muss jetzt geholfen haben. Das gibt's doch nicht. Wie viel hält der aus? Der will mich doch verarschen. Das kann's ja nicht sein. Ey, warum treffe ich den denn nicht? Gibt's doch nicht. Stirb jetzt endlich. Hallo? Ey, das kann doch nicht sein. Wo ist da unten der nächste? Ah, wir könnten eigentlich da unten mal zur Base hingehen. Das gibt's nicht. Habe ich da gerade irgendwie einen Gamebug oder sowas?
Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist mir jetzt scheißegal, ob der Akku leer ist. Okay, wir bleiben nochmal kurz stehen. Wo ist er? Da hinten. Gut, wir machen halt einen großen Umweg. Mann. So eine Scheiße. So, nochmal kurz checken. Immer noch da hinten. Was ist, wenn ich mal so eine... Was? Wo? Ich seh den nicht. Was ist, wenn wir so eine Anti-GD-Waffe mal machen? Oh, was? Du bist auf dem Teil? Komm, stirb. Okay, Kraut ist tot. Dann ist er der Nächste. Tot? Ja. Okay. Mal kurz Terminal aktivieren. Ausrüstung herstellen. So, Sturmgewehr, nicht tödliches. Anti-GD, Handfeuerwaffe. Besteht aus Versionskugel, die mit selbst gut gefüllt sind. Munition 16. Mal gucken. Alle umladen. So, abladen. Bestätigen. So, Bad Boy. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Oder ist das... Anti-GD-Handfeuerwaffe. So, ich möchte zu dem Typen da vorne nochmal. Zeig dich. Das gibt's doch nicht. Er verreckt einfach nicht. Behälter beschädigt, ja toll. Sag bloß, du gehst jetzt auf mich. Ach, mit Blut füllen. Ja, mach mal. Wie das einfach nichts bringt. Und da das Schulli Nummer 2. Ich verstehe es nicht. Sag jetzt bitte nicht, dass du auf mich zukommst. Warum steht der so beschissen? Mann. Reicht ein Schuss bei dir? Scheint so. Okay. Dann lassen wir diese zwei Vollidioten mal. Alles cool jetzt erstmal. Wo?
Okay, ich mag die Waffe irgendwie. Macht's einen Abflug. Gut. Bin ich froh, wenn wir dann endlich mal da sind. Wir versuchen uns mal hier so irgendwie drüber zu laufen. Ob das die schlaueste Idee war? Du Kleiner, kommst eh brav mit, ne? Ja. Oh fuck, wie komme ich denn jetzt hier runter? Warum komme ich mit meinem Schweber hier irgendwie runter? Schweber, bitte geh nicht kaputt. Sam. Was? Mit einem deiner Behälter scheint etwas nicht zu stimmen. Zerstört? Panik. Solange du ihn nicht fallen lässt, sollte sein Inhalt keinen Schaden nehmen. Und wenn mit der Fracht alles okay ist, passt auch deine Bewertung. Pass ab jetzt einfach ein bisschen besser auf. Dann wird alles gut. Ja, kann ich das jetzt noch abliefern? Fracht. Wo sind die ganzen Sachen? Behälterschaden, Schaden. Okay, das ist nur der Behälter. Scheiße, jetzt bräuchte ich eigentlich das Spray. Ja, sehr geil. Ich muss raus aus diesem scheiß Regen. So eine Scheiße, da vorne steht schon der nächste. Was, haben wir es geschafft? Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist einfach nur der reguläre Schneesturm. Ja, ja. Ist in Ordnung. Okay, er kommt überhaupt nicht zurecht. Gut, geht's wieder? Weiter geht's. Also irgendwas ist, glaube ich, nicht in Ordnung hier. Soll ich mal vielleicht einen von denen hier futtern? Warte mal. Ah, Essen. Kann ich gar nicht. Schaut's aus mit Energy. Okay. Davon ist aber auch nicht begeistert. Oh Mann. Haben wir eine Akkustation in der Nähe? Nee, aber wir haben es auch gleich geschafft. Okay, Leute, ich glaube, das tue ich euch jetzt nicht an. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich da bei der Geologin da bin oder Geologe. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind da beim Geologen. Es hat tatsächlich nicht sehr lange gedauert. Aber sein Schnaufen war halt schon sehr anstrengend. Gehen wir mal rein und tun wir abliefern. Sudele, liefern. Bitteschön. Annehmen, dankeschön. Sam Bridges. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte Angst, du würdest zu spät kommen. Ja, wenn du bist es. Ich hatte in letzter Zeit ständig Angst. Mich haben diese Visionen geplagt, die ihr an Doomsleidenden seht. Dieser Ende der Weltkram. Ich habe die Albträume auf die Erschöpfung geschoben. Chirale Kontamination kam mir nie in den Sinn. Gut, dass die selbstmörderische Phase noch nicht begonnen hatte. Sterben ist keine Option. Meine Forschung ist nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Es ist nicht nur mein Leben, das du hier rettest, sondern auch mein Lebenswerk. Hatte mich gefragt, ob die Medikamente je ankommen würden.
Du bist wohl wirklich gut in dem, was du tust, hm? Vielen Dank. Ja, dankeschön. So, einmal automatisch. Dankeschön. So, perfekt. Oh, ja, na schön. Wärst du so frei? Für was? Ach so. Die Sache. Gut, dann hätten wir das auch. So, was für neue Goodies haben wir jetzt hier? Wetterverankerung, neues Interview. Ach ja, und jetzt haben wir auch die GD-Warnung. ja, passt. Sonst noch was? Und plötzlich bin ich Teil der UCA und habe Zugriff auf eine Fundgrube historischer Forschungsunterlagen. Jetzt sollte es einfacher sein, diesen Fossilienstrand zu erforschen. Vorausgesetzt, ich kann beweisen, dass er das ist, was ich denke. Ich freue mich aber auch darauf, unsere eigenen Ergebnisse zu teilen. Kannst du glauben, dass chirale Ablagerungen in 65,5 Millionen Jahre alten Schichten gefunden wurden? Der Beleg für einen gestrandeten Tod in der Urzeit. Schon lange, bevor der Mensch auftauchte, gab es auf der Erde Chiralium. Diese Schicht ist der Beweis. Sieh dir das an, Sam. Siehst du diesen schwarzen Riss da? Wir halten ihn für den Ursprung des gemessenen Chiraliums. In ferner Vergangenheit haben Erdbeben Reibungswärme entlang von Bruchlinien verursacht. Dadurch sind Schichten aus Pseudotachylit entstanden. Wir nennen diese Schichten Erdbebenfossilien. Entsprechend könnte man unseren Riss hier als Fossilienstrand bezeichnen. Dass ausgerechnet diese Schicht Chiralium enthält, kann kein Zufall sein. Das deutet stark darauf hin, dass beim Kreidepaläogen-Aussterbeereignis Strände aufgetaucht sein müssen. Und nicht nur da. Das chirale Netzwerk hat Daten gerettet, nach denen man in Schichten, die mit anderen Aussterbeereignissen korrespondieren, ähnliche Fossilienstrände fand. Es scheinen also bei den großen fünf und allen anderen großen Aussterben Strände aufgetaucht zu sein. Dank der Erweiterung des chiralen Netzwerks konnten wir in diesen verstreuten Datenpunkten ein Muster ausmachen. Du hast unsere Forschungsprojekte vorangebracht und dafür gesorgt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir alles Verlorene wiederherstellen und alle verbliebenen Rätsel lösen können. Aber das ist erst der Anfang. Sam, wenn du das zu Ende bringst, könnten wir bestimmt viel neues Wissen erlangen. Ja, ich gebe mein Bestes. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, schauen wir mal. Ausrüstung herstellen. Ich bräuchte mal so ein Reparaturspray da. Behälter Reparaturspray. Okay. Und dann noch Anti-GD-Waffe. Vielleicht noch eins. Wobei 40 Schuss. Ja, eins. Okay. Kumpelbot. Ey. Bestätigen. Ja. Yeah. Alle umladen und das da kann abladen. Passt. So, bezüglich Aufträge. Standardauftrag mit Bots. Machen wir das hier bitte. Setze autonomen Lieferbot ein. Obacht, Kleiner, da hat's GDs. Gut. Sollen wir noch einen Auftrag annehmen? Auftrag annehmen, Standardaufträge. Nö. 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 So, Dele, wie funktioniert das jetzt mit dem Reparaturspray? Ex-Behälter Reparaturspray. Du jetzt wieder heile dann? Okay.
Schaut bei der halbwegs gut aus. Weißt du was, das glaube ich macht Sinn, dass ich da noch einen zweiten mitnehme. Jetzt können wir den aktivieren. Weil wir werden vermutlich nochmal durch GDs durchgehen. Ausrüstung herstellen. Wo war das? War das hier? Hä? Wo war denn das? Ach da. Eins. Bestätigen. Alles umladen und einmal automatisch. Dankeschön. So, was hier? Ach, es regnet mal wieder. Vielen Dank. Okay, Geologie, Unterstand, Online-Kirale Brücke, Samurai, was ist da unten? Aufpassen. Im Truck überquerbar. Briefkasten, Wachturm. Alter, es ist ja eigentlich wo voll der mega weite Weg. So, liebe Leute, ich hab's geschafft. Das ist so der Pfad, den ich gegangen bin. Ich bin da querfeld eingegangen. War eigentlich ziemlich easy. Hier ist ein Truck, den ich irgendwie nicht gesehen habe. Und da ging es mal richtig steil nach unten. Da habe ich da so eine Kletterverankerung mal ganz kurz genutzt. Hier war dann der Akku wieder aufgeladen. Und ja, jetzt bin ich kurz vor dem Paläontologen. Und ihr müsst mal gucken. Da hört der Schnee einfach auf. Und da unten ist er. Hier ist grün. Aus welchem Grund auch immer. Na ja, gut. Oder da. Sehr gut. Also, ich habe da eine Bombe für dich. Die würde ich unglaublich gern loswerden. So, da einmal die Bombe. Ah, brauche ich das nächste Mal nicht mehr so aufpassen beim Fahren und so. Besten Dank, mein Freund. Immer gern. Dank dir können wir die Grabung endlich fortsetzen. Ich schwöre dir, dieser Ort ist selbst ohne Erstickungsangst schon schlimm genug. Ich will sie nicht schütteln oder so. Das weißt du natürlich. Du hast ihn ja transportiert, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie. Ja, hat ein paar Anläufe gebraucht, sagen wir es mal so. Ach ja, und zwischendrin ist mal wieder ein Song laufen. Södeli. Du kannst so lange das chirale Netzwerk einrichten. Mache ich. Hoffentlich komme ich dann schneller wieder heim. Sudele, dann hätten wir das. Da hat es aber noch ein paar dunkle Gebiete hier. Sauerstoffmaske. Why? Okay. Hier ist ein bisschen was los. Der Bereich ist jetzt mit dem geralen Netzwerk verbunden, deshalb kannst du jetzt von anderen bla bla bla. Okay, ja, wie immer. Naja, jedenfalls muss ich dich um etwas bitten. Ach nö. Ein lokaler Bote sollte etwas sehr Wertvolles herbringen. Er hat es aber unterwegs verloren. Es handelt sich um einen 200 Millionen Jahre alten Ammoniten, der ihm zufolge noch lebendig aussieht. Was? Er ist wohl in einem zuvor unter einem Gletscher verborgenen Geröllfeld über ihn gestolpert. Aber es kommt noch besser. Laut seiner Aussage verfügt dieser Ammonit über eine Nabelschnur. Okay. Eine Nabelschnur? Ich bin zwar eher skeptisch, aber das Exemplar muss untersucht werden. Und das überlasse ich keinem Amateur. Also habe ich ihn gebeten, ihn einfach in der kompletten Gesteinshülle zu mir zu bringen. Natürlich wollte ich den Ammoniten mit Gleichaltrigen aus der Gegend vergleichen. Deshalb ließ ich ihn mehrere davon ausgraben, zusätzlich zu dem, von dem er mir erzählt hatte. Aber was macht dieser Vollpfosten? Er verliert die ganze Lieferung. Er war noch nicht mal so pfiffig, den Behälter zu kennzeichnen, der den Ammoniten mit der Nabelschnur enthält. Die Fracht soll im Gebiet südwestlich von hier verloren gegangen sein. Dort befinden sich häufig giftige Gase. Und dann behauptet der Typ noch, sein Frachtscanner sei kaputt und er könne die Lieferung nicht bergen. Aber du kannst ihn bestimmt aufspüren. Deswegen die Maske. Bekommst du eine Sauerstoffmaske von mir. Sicherheitshalber. Bekommst sie, wenn du den Auftrag annimmst. Dieses Fossil könnte eine epochale Entdeckung bedeuten.
Es gibt zwar lebend gebärende Fische, aber ein Ammonit mit Nabelschnur ist gänzlich unbekannt. Und ist er tatsächlich 200 Millionen Jahre alt, fällt das mit dem Aussterben an der Trias-Jura-Grenze zusammen. Das ist ein weiteres von den großen fünf. Könnte die Nabelschnur mit dem Strand verbunden sein? Wir müssen diese Fracht um jeden Preis bergen. Sie könnte unser Verständnis der Mechanismen des gestrandeten Todes deutlich verbessern. Wir sind so nah dran, so unglaublich nah dran, die wahre Natur des Phänomens zu erfassen. Beeilung, Sam. Lass mich raten. Darf nicht verloren gehen. Neben dem Dämpf wird es vermutlich dann auch noch regnen, oder? Neuer Auftrag. Also, schauen wir mal. Aufträge für Sam. Das wäre gar nicht mal so weit weg. Auftrag annehmen. Soll ich mir eine Sauerstoffmaske... Also, die Maske ausgerüstet und Akkuleistung verfügbar ist. Und du kannst normal weiteratmen. Sie schützt dich nicht nur vor giftigen Gasen. Anstrengungen laufen. Okay, das mit der Akkulaufzeit ist aber ein bisschen dämlich. Gesamt 2, im Besitz 1, Vorräte 1. Wir machen da mal eins von denen. Zusätzlich. Alles umladen. Alles umladen. Einmal automatisch. Und das da bitte einmal abladen. Und dann passt es. Aufbrechen. Sind die Spieler wenigstens so schlau gewesen und haben... Ja, die haben hier eine Akkustation. Und sogar Fahrzeuge. Spezielle Legierung. Sollte man das vielleicht abliefern? Was war's? Das tun wir mal abliefern hier. Komm, lauf mal schneller. Das will ich schnell gesaved haben. Beziehungsweise... Könnte man das eigentlich da unten bei dem Terminal abgeben? So, lauf mal. Dankeschön. Halt, stehen bleiben. Stehen bleiben. Kann man einen aktivieren? Recyceln. Sind die Sachen? Also du kannst... Okay, das konnte ich tatsächlich recyceln. Das da. Recyceln. Recyceln. Immer gern. Cool. Ach, die gebrauchten Sachen sollte ich halt auch recyceln. Mal sehen, es gibt ja dann hier Material für das Ganze. Also, wir müssen dann da runter. Maske. Ich glaube, hat schon jemand die Markierung gemacht. Alles klar. Und mit dem Rutschding kommt man dann vermutlich schnell hier wieder raus. Das ist die Wegmarkierung, die ich eh schon gegangen bin. Und dann werden wir vermutlich hier in die Nachbarregion noch müssen. Ist eigentlich die Straße jetzt schon mal fertig gemacht, Mann? Nee. Ist immer noch Work in Progress. Die hätte ich schon irgendwie gern fertig. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Eine schöne Aussicht, muss ich hier sagen. Sieht geil aus. Bis dahin. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.